Aber wir sind in einer Gold-Elo, ist es wirklich expected, dass ich krasses Ich rede gar CS nicht mehr mit hätte? dir. Ich rede gerade gar nicht mehr mit dir. Ab Okay. dem Moment, wo du sagst, wir sind in... Ich rede gar nicht mehr mit dir. So, hi. Moin. Elo. Gold, Platin, also Gold. Bist du gerade Gold oder Platin? Okay. Ja. Rolle. Immer noch Mitte. Nochmal zur kurzen Recap. Ich war letzten Woche Donner, nee, letzte Woche Mittwoch, war ich schon mal bei dir im Coaching. Da hast du mir die Stunde Ah, stimmt. freigegeben. Du bist der Asier. Richtig. Ja, okay, jetzt weiß ich wieder. Du hast mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt im nächsten Coaching da bin, was ich für ein Asien-Spieler sein will. Hast du dir das letzte Und ich habe, Asier-Coaching angesehen? ja, das habe ich mir schon viermal Hat angeguckt. sie Also das habe ich geholfen? auch schon, das hab ich auch schon davor dreimal angeguckt. Und actually war es an dem Tag so, wo ich mir dachte, okay, gut, also das, was ich in dem Replay sehe von dem oder in dem Coaching, fand ich jetzt nicht so krass, wie der Thumbnail das beschrieben hat, so, weil, also zumindest wo ich es mit mir beglichen habe, dachte ich mir, das kriege ich auch easy hin. Also Low-key, also ja, ich weiß, du ziehst jetzt bestimmt die Augenbrauen hoch, keine Ahnung, aber also Hey, an dem klar, Tag war tue ich es nicht. mechanisch. War es mechanisch nicht so, das ist aber auch nicht so das Ding. Ich habe bloß halt ein Problem gehabt, irgendwie so ein bisschen ins Game zu finden, was mein Purpose, was mein Goal eigentlich ist. Und okay, ja, auf jeden Fall habe ich am nächsten Tag so ein bisschen reviewed und da kam auch ein Kumpel rum, hat gesagt, yo, wie fandest du das Coaching? Der ist jetzt auch übrigens Viewer, Grüße gehen raus. Und hat gesagt, und wie war das Coaching? Habe ich gesagt, naja, keine Ahnung. Ich habe nicht so richtig das rausbekommen, was ich mir erhofft habe, auch vor allem, weil mein Sohn da im Matsch war an dem Tag. Ja, was hast du Und dir denn erhofft? ja, dass ich mehr oder weniger so ein bisschen Plan habe oder eine Guideline, dass ich dann weiß, okay, Die gut, gibt es im daran. Normalfall ja auch, ne? Die gibt es im Normalfall Ja, ja alles auch. gut, alles gut, alles gut. Ich habe mir dann quasi, dann hat er gesagt, ja, okay, ich war zwar mit meinem Girl da irgendwie im Kino, ich konnte nicht alles angucken, aber am Anfang hat er doch was von Itemization gelabert, da hast du doch schon was mitgenommen. Da dachte ich mir, yo, auf jeden. Dann habe ich das mir nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Hatte dann Donnerstag, Freitag frei und habe dann angefangen mit dem, was du gesagt hattest, mit dem, nimm Punkt A, lern das am Tag 1, nimm Punkt B, lern das am Tag 2. Da habe ich am ersten Tag angefangen, komplett nur auf Farming, CS hinguckt. War Dogshit, utterly piss bad, totale Scheiße. Der erste Tag war richtig Gosse, also richtig beschissen. Da habe ich gesagt, okay, gut, Tag 2, weiter nochmal CS farmen. Nee, das. Naja, nee, habe ich für mich entschieden. Ah ja, okay. Und am zweiten Tag ging es dann richtig ab. Da habe ich dann noch krasse, also da endlich mal wieder alte CS-Formen gehabt, so 8, 9, 9er CS. Und habe die jetzt auch konstant, also mir das Ziel gesetzt, auf die letzten 20 Games konstant immer über, oder bei jedem Game über 7 CS pro Minute zu sein. Und das habe ich auch eigentlich weitestgehend geschafft. Ich würde sagen, so 80, 90% der Games habe ich geschafft. Habe auch wahnsinnig viel gespielt seit letztem Mal, ich ja krank war. Ich habe, glaube ich, 60 Games oder so die Woche gemacht. Habe jetzt aber wirklich nicht viel krass Gain an LP gemacht. Nee, Finde ich war aber gar nicht nicht so erwartet, schlimm. ne? Genau, fand ich nicht so schlimm, weil mein CS ist besser geworden. Meine KDA ist besser geworden. Das war Punkt 2. Und meine Map Awareness habe ich dann, also Schritt und Schritt habe ich dann von Tag zu Tag immer ein bisschen mehr dazu genommen. Map Awareness und so. Und Trading vor allem. Und ich fühle mich jetzt, dass ich konstant meine Laning-Phase gut spielen kann. Sicherlich verkacke ich manchmal hier und da Also okay, mechanisch. ne? Genau. Und manchmal verliere ich auch nicht, was vollkommen fein ist. Aber most of the time, ich würde sagen, so 60, 70% der Zeit dominiere ich eigentlich meine Lane, control die Lane und bin auch ahead in Farm. Und Laning-Phase gehe ich meistens ziemlich gut mit Farm raus. Also so, sag mal so im Schnitt, bei 13 Minuten habe ich 110, also 100 bis 110 Farm. Teilweise sogar, wenn es richtig krass läuft, 120. So, das habe ich mir so im Kopf Supi, behalten. ist doch gut. Genau, und dann habe ich jetzt deutlich mehr mit Hail of Blades und Ludens gespielt, weil das gefällt mir mehr. Also die koreanischen OTPs, die zocken zwar jetzt viel mit Crown, aber ich fühle Crown nicht so. Ist ja Kontext immer, Und ne? Das darfst du nicht vergessen. naja, ich weiß, ja genau, das habe ich mir auch überlegt, wenn die aber krasse Engage-Assassins haben und ich habe vielleicht sogar gleich einen als Laner, was oftmals der Fall ist, also so ein Zed oder irgendwie einen Talon oder so, dann nehme ich lieber in der Lane. Hier sag schon Boneplating und dann finde ich, ist es, also es brauche ich halt, oder ich fühle mich dann besser mit Boneplating in der Lane und dann finde ich es ein bisschen Overkill auch noch für Crown zu gehen, weil du quasi mit einem Poke halt beides triggern kannst und weißt du, also sprich mich dazwischen, wenn Das das ändert doch Quatsch nichts dran. Das ändert doch was den an Punkt der gar nicht. Boneplating senkt immer den Damage gleich. ja bei der Crown ja auch, Nein, das meine ich triggers nicht. auch das Schild und dann ist noch 3 Sekunden Nein, ist weg. angenommen, du kriegst 100 Damage rein. Ah, ist vielleicht ein bisschen Ja. übertrieben. Du kriegst 1000 Damage rein. Yo. Crown senkt die Damage um 90%, glaube ich. Oder? Ist es? Ne? So, das heißt, du kriegst dann am Ende 100 Schaden. Sag mal, Boneplating, aber so wie pro Platte 30 Schaden. Das heißt, wenn ich deinen Gegner bursten sollte, in das komplette Crown und in das Boneplating, wirst du ja beides nutzen, weil du dann nur 10 Damage am Ende bekommen hast. Aber ich finde es halt Overkill, weißt du? Also oftmals. Manchmal, warum startet Darius mit Doran Schild? Wenn er halt outpoked wird, damit das sich sustain kann. Darius startet immer, fast immer Doran Schild, zu 95% gefüllt. Auch gegen Melees, die nicht poken. Weil es einfach Jetzt wusste ich Champions nicht. gibt, die genug Damage in ihrem Kit haben, dass Überleben das Wichtigste ist. Ja.
Warum spielen Leute Tank Katarina? Weil dieser Champion schon bereits genug Damage hat. Wenn du doch als Azir da 3 Sekunden stehen kannst, Full Order tanken kannst und du einfach Gott bist, was dann? True. Ich habe auch das Gefühl, dass das gegen Matchups geil ist, wo ich halt traden, also zum Beispiel gegen einen Victor oder so, weil ich damit eigentlich quasi einen Free Trade kriege, weil er kann zwar seine Burst-Rote auf mich draufhauen, aber ich stehe einfach da und kann ihn erstmal eine volle Kombo in die Fresse bolzen und gewinne den Trade auf jeden Fall. Genau, also du musst halt auch gucken, so auf Hälfte HP und ich halt nicht. Du musst auch gucken, wie du damit umgehst, ne? Das heißt, du musst ja auch aktiv um den Procker rumspielen. Wenn er sieht, dass deine Crown da ist, gibt er dir eine E und ist weg. Natürlich, ja. Aber dann ist er meistens auch so nah dran, dass er meistens auch dann sagt, ah, jetzt will ich auch noch den Laser hinterher werfen. Ja, das kommt ja darauf an, weil entweder wartet er, tankt den Damage, ja, oder er tradet rein, aber dann ist er auf Cooldown. Okay, Crown macht 75%, sagt mein Chat. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das ist. Ich habe das Item seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, ist also okay. Ja. Und im Normalfall ist es ja so, wenn du Azir spielst, wenn du einen guten Trade hast, kannst du ja auch in der Regel mit dem zweiten Trade den Gegner finishen, right? Natürlich auch je nach Champion und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir halt aufgefallen, sobald ich einmal einen gewissen Threshold habe und noch einen guten Stand in der Lane, bimse ich den halt. Aber in dem Fall ping ich halt lieber, dass meine Ult ready ist und ich halt quasi, weil oftmals ist es so, ich gucke zwar auf die Map, aber ich kann nicht immer gucken, dass ich immer perfekt predikten kann, wo in dem Moment der Jungler ist. Und in der Situation denke ich mir, gut, wir gewinnen safe jedes 2v2, weil wenn ich engage und wir one-shot in den Midlaner, ist es ein 2v1. Deswegen ping ich halt Ulti ready und help. Und wenn der Jungler nicht kommt, dann gehe ich nicht für das Play. Weil die Wahrscheinlichkeit, also ich bin schon so oft gefickt worden, dass ich dann für das Play gehe. Ich kill den vielleicht, dann kommt der Jungler, bumst mich und dann habe ich im Endeffekt auch nicht viel gekonnt. Deswegen lasse ich es lieber sein. Und der Jungler fickt mir die, kommt er nicht, dann spiele ich safe und suche halt zu farmen, so, weißt du? Ah, da muss man natürlich mal gucken. Ja, es ist halt logisch alles situationsabhängig, aber das ist halt so das, was ich so aus der letzten Woche irgendwie gesamt mitgenommen habe. Und ich habe viel zu viel gespielt. Am Samstag war so eine gigakrasse Losing Streak, wo ich komplett hoffnungslos verloren war. Also mental. Und jetzt hatte ich aber die Woche wieder eine gute Losing Streak, wo ich mich dann wieder confident gefühlt habe. Und ja, ich hätte ein Replay für dich, falls du mal Bock hast, das zu analysieren. Ich habe schon selber ein bisschen was gefunden. Klar. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich es hätte irgendwie. Also das ist so ein Game, wo ich so ein bisschen ratlos bin, wie ich mich da rausziehen soll. Das war gegen einen Kragas. Und ich fand halt, actually, der hat super krass mit seinem Jungler zusammengespielt und die Quinn top. Wie waren deine Stats? Mich dived haben. Zum Schluss waren die was 2-9, obwohl ich einfach nur, egal wo ich hin war ich tot. Ich konnte nicht sidelane wegen der Quinn. Ja, 2-9-3, genau. Aber ich finde, ich habe das Early war nicht so bad. Die Denkphase ging eigentlich ganz, ganz klar. Aber dann gab es so einen Punkt, wo es dann einfach over war. So, ich hatte dann, also ich habe auch jetzt letztens so ein No Way For You Video gesehen, wo der Toplane Cassio gespielt hat und dann gedived wurde und gegen Nerea gefickt wurde und konnte dann das Game nicht mehr spielen. So hat sich das irgendwie angefühlt. Mhm. Okay. Ich habe auch schon mit meinem Kumpel drüber analysiert, der hat auch ein paar Punkte gefunden und mir sind 2 Punkte aufgefallen, die kann ich dir gerne sagen, die mir selber aufgefallen sind dann. Mhm. Aber so im Groben und Ganzen bin ich mir nicht sicher, wie ich in so einem Game halt großartig noch meddern kann. Dann. Was wurde denn hier gesagt? Was wurde hier gesagt? Was wurde hier zu diesem Game gesagt? Was von meinem Kumpel und mir? Also ich habe jetzt in der Laning-Phase habe ich festgestellt, also wo ich das erste Mal sterbe, war halt dumm, weil ich habe nicht auf Gragas geklickt und ich dachte, er hat zu wenig Mana für seine Ult. Das war Fail. Vor allen Dingen, weil Senna war halt in dem Moment halt Mitte, die haben da irgendwie sinnlos rumgefightet und ich wollte unbedingt Level 6 hitten, damit ich mit meiner Ulti meddern kann, so. Und Senna hat halt noch getext und mir hat noch ein Minion gefehlt und ich oversteppe und sterbe, das war dumm. Und beim zweiten, und danach teleportiere ich auf die Lane und sie text halt die Wave. Und in dem Moment dachte ich mir so, ich war mega tilted im Kopf, aber in dem Moment habe ich nicht drüber nachgedacht, im Replay habe ich gesehen, ich hätte die Wave dort freezen können und habe mit Ulti einen gigageilen Spot, wo ich den Gragas jedes Mal ficken kann. Und das habe ich halt nicht abused und bringe mich selbst in eine scheiß Position, werde von Maokai gegankt und sterbe dann halt dumm. Also erstens, dass sie hätten deine Runen sein sollen. Genau, das war der größte. Ich würde auch. Nein, hast du nicht. Du hast den hier dabei. Ja, stimmt. Ja. Und du hast den hier und du hast den und den hier mitgenommen. Genau, ich würde hier wahrscheinlich sogar für das Hail gehen, anstatt für das Conqueror. Weißt du, warum ich das gepickt habe? Weil ich irgendwie voll fucked up im Mind war. Ich könnte mir vorstellen, dass das Duo mit und Jungle war. Weil der Gragas, der Maokai. Das wusstest du zu dem Zeitpunkt im Game noch gar nicht. Ist mir scheißegal. Hat eine Midlaner gebannt und deswegen war ich safe der Meinung, dass. Also ich weiß nicht warum, aber ich bin davon ausgegangen, dass gegen Maokai Mitte fighter. Und da dachte ich mir, okay, gut, der ist absolut zero pressure, zero threat und ich gehe voll für Scaling. Okay, pass auf, Denkfehler. Scaling und Darius. Denkst du dir, geil, Digga, ich hab 4 Scaling-Champions. Aber was bringt bei Mana-Flow-Band, actually? Außer 250 Mana. Groß. Der generelle Mana-Rack? Ja, Bro, brauche ich das denn? Weil du Graves im Team hast. Du musst Mitte Perma pressuren.
Ja, kann ich doch, sobald ich Lost Chapter habe, oder nicht? No. Ich verstehe es also auch nicht. Ich finde Mana Flow Ban, also davon abgesehen, dass es halt 250 Mana und Mana Rec gibt, ich finde es halt geil, für, wenn du early im Poken bist und so, aber da, also ich, in meinem Kopf war, okay, ein Maokai ist sehr unwahrscheinlich, dass ich den wirklich pille bis Pre-4 oder so. Er redet darüber, dass du Maokai killen sollst. Ja, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich gegen Maokai lane, warum auch immer, wegen dem Bann halt. Das ändert trotzdem nichts an deinen Mana-Kosten, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, aber ich gehe nicht für Poke, sondern für Farm. Das du sollst war halt nicht mein... für Poke gehen, du sollst konstant den Gragas pressuren. Du sollst den durchspammen. Wie gesagt, nicht Gragas. Ist ja ganz, selbst wenn das Maokai wäre. Hätte ich im Kopf hier gehabt, 50%. Dass ich gegen Gragas fight, das hätte ich auch genommen, hätte ich im Kopf gehabt, dass ich gegen Gragas lane, aber ich bin nicht davon, also warum der, auch immer... Weil der ist mir egal, der ist mir auch egal. Du hast Graves im Team. Ja, aber ich pick doch erstmal für mein Matchup und für Overall, oder nicht? Was du, mein Jungler macht, kann ich doch nicht wissen. Du hast Graves im Team. Ja. Ich weiß doch noch gar nicht, was er macht. Du hast Graves im Team. Verstehe ich den Zusammenhang nicht. Kannst du es mir bitte erklären? Okay, pass auf. Es gibt Jungler, die möchten Perma-Stress machen, okay? Ja. Und dazu gehört Graves. Das sind Jungler, die wollen Perma den River contesten. Und ich will Lane-Prio haben, damit ich immerhin mit hinkomme. Aha. Ja, okay, gut. Aber das finde ich, also, ich, not gonna lie, aber das finde ich giga random, also für mich jetzt in meiner Elo zu sagen, okay, gut, ich weiß, dass der Graves oder Graves für mega stressen und ich pick halt für den meine Runen. Und was ist, wenn er jetzt mega stresst? Ja, dann. Also, es gibt Ausnahmen, es gibt Ausnahmen. Wenn du Graves und Nidalee da hast, Graves, ja. Nidalee, Elise, das sind so diejenigen, die wollen, oder auch Xin und sowas. Du bist ja im Late Game immer noch stark, oder? Like, du hast 4 Scaling Champions im Team. Das heißt, entweder hätten wir nicht Graves, sondern einen vernünftigen Early Game Jungler, der dort ein bisschen was enablen kann, ne? Durch Ganks zum Beispiel, Frontliner als Beispiel. Mhm. Oder du hast jemanden, der will nur Rambazamba machen. Oder du pickst einen anderen Champion. Aber ja, like in diesem Game, legit, du gehst Hail of Blades mit Dingens, also meine Runde hier, wird der Spaß. Ich gehe halt wirklich legit 90% der Zeit auf Hail, weil ich liebe Hail of Blades. Aber in dem Matchup dachte ich mir, okay, gut, das ist mein Conqueror-Engel mit Liandris. Aber es ist, stimmt, wegen der Lulu und wegen Dings, wegen Maokai und wegen Kragas dachte ich mir, okay, fuck it. Wir haben jetzt nicht so wirklich krassen Threat. Also gut, wir haben Xayah, die ist halt stark, aber ich finde halt die... Dein erster Soldat ist schon absolut scheiße gestellt. Okay. Willst du mittig zwischen Caster Camp und Dings Camp? Der kann ich absteppen. Wenn dein Soldat hier ist, wie will der absteppen? Ich finde auch, der Gragas hat irgendwie für meinen Geschmack, hat er viel zu viel Mana gewastet dafür. Also weiß ich finde, er hat bad gespielt, weil er hat gefühlt jedes Mal Q und Kudan nur auf mich gehauen. Und ich verstehe halt auch, also jetzt in dem Fall konnte es halt für die Dings nutzen, aber die nächsten Qs fuckt er eigentlich nur auf mich drauf. Das kann sein. Und ich dachte mir so, okay, gut, den hab ich, weil, gut, ich droppe zwar low, aber ich gewinne halt Mana-Battle und dadurch, dass ich immer Leben hochkriege, gewinne ich irgendwann die Lane-Prio. Du solltest vermeiden, in der Wave sustain, ne? Weil durch seine Fuß push. Kurz Pause machen, kurz Pause. Okay, so jetzt ist Gragas gerade, Graves gerade unten. Du movest nicht runter. Gang geinvaded, genau. Und ich sehe, dass Dings halt hinmoved und ich dachte mir, okay, fuck, der geht safe dahin, weil dort Gragas ist, der pinkt und, also ich habe jetzt Fragezeichen und aus, hier Achtung gepinkt, die blauen Sachen dort. Und ich move nach und ich bin halt falsch, also ich wollte halt direkt hin sofort, weil ich gesehen habe, okay, der moved. Und ich bin halt durch den Busch gelaufen. Jetzt kannst du gern weitermachen. Und der Trap da geht nicht hin und schrankt mich halt da. Du hättest ja eh nicht hinzumoven. Es gibt keinen Gain. Was soll hier der Gain sein? Ich denke, ich soll um meinen Graves, wenn der aggressiv pusht, dann halt spielen. Du sollst um ihn herumspielen und nicht Suizidgedanken haben. Ja, hab ich auch nicht. Aber ich rechne damit, dass ich hin muss, um ihm zu helfen. Wenn er dort alleine irgendwo rumhintet. Gragas hat jetzt schon Prio. Like, der wird vor dir da sein. Das heißt, der Graves muss runtergehen. Entweder geht der Graves runter. Er wird er nicht machen, weil er dumm ist. Dann ist es sein Problem. Und dann pinkt er mich und dann kommt er nicht wieder mit. Dann mir doch scheißegal, ob er dich pinkt. Das ist sein Problem. Okay, gut, ja, weiter. Dann habe ich halt die Chance auf die Fresse bekommen und war ein bisschen... Spätestens, wenn du hinmoven willst, whatever. Aber spätestens ab dem Moment, wo du siehst, dass er runtergeht, dann ist für dich auch over. Ja gut, in dem Moment bin ich jetzt noch zu sehr auf Minion Last fokussiert, dass ich das nicht gucke, ob der jetzt in dem dann Moment... Dann ist Skill-Issue. Ja, ich bin ja noch dran. Mann, ich gebe mir schon Mühe. Ich habe ja 60 Games nichts anderes gemacht, als das zu üben. Aber nein, ich bin Digi. Halt noch Backen halten. Backen halten, kurz zuhören. Also pass auf, es gibt ja hier mehrere Sachen, ja. Ich sehe nicht, was er macht. Ist Skill-Issue. Ich folge, weil ich nicht geflamed werde, weil ich nicht angekackt werden möchte. Ist Mental-Issue. Adjuste nicht auf sein Movement. Ist auch wieder Skill-Issue. Mein Gedankengang ist dort halt... Gragas hat halt fast kein Mana. Wenn ich mit hingehe und es ist ein 2v2, ich habe nicht gesehen, Mana.
Ich habe nicht gesehen, dass der. Der hat 75% Mana. Ja, ist okay. Ich habe nicht gesehen, dass der Maokai so low ist. Und gar nicht dort ist. Das war my bad, weil ich war halt noch auf CS noch mit teilweise fokussiert. Und hätte ich gesehen, dass der überhaupt gar nicht da ist, wäre ich auch nicht hingemoved, weil dann war kein Threat, dass sie dort fighten. Aber prinzipiell denke ich mir, dass early ich mit dem Graves dort den Maokai, wenn er überhaupt getradet wurde, Maokai und Gragas wenigstens so fighten kann, dass mein Graves nicht stirbt. Gut, ich bin Level 2, ist wahrscheinlich Wayne, aber also in dem Moment denke ich mir einfach, okay, gut, der moved hin, die sind noch im River, das ist nicht weit weg. Der moved und ich hin, kann dann noch nachrufen. Der hier ist eh fast tot, weil entweder ist der Gragas vor dir da und der Fight ist schon zu Ende, oder aber der Gragas sieht, da geht nichts und geht wieder hoch und dreht dann hier aber, wieder um. Oder du läufst irgendwie rein und der face dich. Warum ist der Fight zu Ende? Der ist Level 2, der kann ja niemals one-shotten. Der Fight würde doch auf jeden Fall mindestens... Weil niemand da ist, um ihm zu helfen. Ist doch weg. Ja, das... Ja, okay. Wie gesagt, ich habe halt nicht gesehen, dass der Maokai halt gone ist. Ich rechne einfach nur damit, okay, die fighten jetzt um die Scuttle und ich muss damit hin. Digi, aber es Digi, ist halt dumm, es ist noch nicht 3 Minuten. Maokai State... Also angenommen, warte, du hast ja nicht hingeguckt, ne? Maokai hat HP. Auf die Minimap. Und Gragas moved. Gleich... Graves ist schon am Arsch, bevor du da bist. Aber jetzt mal Real Talk. Wir sind, also ich weiß, ich improve mich jetzt noch, Anna, aber wir sind in einer Gold-Elo. Ist es wirklich expected, dass ich krass CS rede gar nicht mehr mit dir. Ich rede gerade gar nicht mehr mit dir. Okay. Ab dem Moment, wo du sagst, ich rede gar nicht mehr mit dir. Weißt du warum? Stell dir vor, du spielst ein Rollenspiel. Es gibt Skillpunkte. Immer wenn du ein Level up hast, kannst du einen Skillpunkt setzen. Jetzt hast du zwei Spieler bei dir. Beide sind Level 10. Die haben sie ihre Skillpunkte gesetzt. Wie sie wollen. Sie können. Weißt du, wie sie ihre Skillpunkte gesetzt haben? Die sind nur Level 10. Supi, ich bin in Gold. Weißt du, warum der Gragas in Gold ist? Hallo. Hat er gute Map Awareness? Ich habe keine Ahnung. Ja, kann er auch viel spielen. Hat er gute Map Awareness? Pumpt er vielleicht gut? Ist er in allem nur halt kacke, aber nicht zu kacke? Die Frage ist: Ist es denn wirklich für mir exakt wichtig, dass ich jetzt weiß, wie viel Leben der Maokai hat? Das ist mega wichtig. Das ist mega wichtig. Weil am Ende des Tages ist es mir nämlich eh scheißegal. Denn ich würde da gar nicht hingehen. Das mag ja alles sein, aber ich finde gerade so ein bisschen die Verteilung, wie ich meine Skillpunkte als Level 10 Charakter setze, sollte doch wohl eher 7 auf Farm, 2 auf Map Awareness. Sagt wer? Ja, ich gerade mit meinem Gefühl für meinen Champion, dass ich Gold brauche, bevor ich mettere, oder? Nein, nein, du verstehst meinen Punkt nicht. Pass auf, wir reden über deinen Spielerskill. Ich habe Spieler A und Spieler B. Okay. So, jetzt pass auf. Und es gibt Skills, ne? Map Awareness, dann wie gut du deine Kombos drauf hast, Itemization, Jungle Tracking und Vision, okay? So, jetzt hast du 10 Skillpunkte und dann bist du Gold. Spieler A hat alles even verteilt, okay? Ja. So, das hier sind 10 Skillpunkte. 10 Punkte. So, das hier ist der Average Midlaner. So, jetzt habe ich hier Yasuo Main... 3000, ne? Map Awareness drauf geschissen. Ist Jungle Diff. Kombos, Digga, Keybait, Beyblade. Keine Ahnung, kann ich alles. 7. Itemization, Bro. Infinity Edge jedes Game. Jungle Tracking, brauche ich nicht. Ist eh Jungle Diff. Und Vision. Ah, scheiß drauf. Mir fehlt eine andere Sache. So. 10 Punkte. Die sind jetzt beide Gold. Jetzt willst du mir mit ankommen mit Aber Sifi, wir sind in Gold-Elo. Ja, und warum ist jemand Gold? Weißt du nicht, oder? Ja, aber ich sehe das halt so, dass das Gold-Elo dazu da ist, um halt noch wahnsinnig viel zu improven. Ja, also, aber wo halt drinnen? Ja, eben, das ist ja der Punkt. So, ja, aber das weißt du ja nicht. Das meine ich doch. Wenn ich jetzt zum Beispiel krass CS hitte, so, dann ist jetzt vielleicht mein Farm-Skill größer als mein Map-Awareness-Skill. Sagt wer? Vielleicht, ja, ist hypothetisch gesprochen. Ja, vielleicht in diesem Game, aber ist es generell so? Das weiß ich nicht. Ja, lass doch. Ja, okay, dann mach es mal. Ich bin jetzt so leise, bis du das gesagt hast. Genau, der hat jetzt, keine Ahnung, sein Asset-Skill ist halt überdurchschnittlich gut, dafür ist seine Map-Awareness schlecht zum Beispiel, wie in meinem Fall jetzt gerade. Ich habe halt nicht gesehen, dass der Maokai halt nicht da ist, so. Dafür bin ich aber quasi in CS besser und Mechanics, also vielleicht bin ich gut in Traden. Ist es denn nicht irgendwo understandable oder reasonable, dass meine Map-Awareness nicht eine 10 ist, wenn ich mich dafür für andere Sachen erstmal gut fokussiere, bevor ich in der Map-Awareness besser werde? Das will ich damit sagen. Ich bin ja nicht Gold, weil ich eigentlich einen Diamantspieler in mir drinne verstecke, sondern weil ich einfach noch nicht die Skillpunkte in Map-Awareness drin habe. Ist denn das aber... Du redest gerade völlig an mir vorbei. Ist das nicht aber unfair, dass ich nicht, also, was, weißt du, was ich damit sagen will? Ja, aber halt, du redest gerade völlig an mir vorbei. Nee, du sagst zu mir, ich muss wissen, dass der Maokai da jetzt das Leben hat, bevor ich da hinmove. Ja, das stimmt auch. Bevor ich die Decision mache. Das stimmt auch. So,
Und wenn ich dir aber sage, dass ich aber dann wahrscheinlich 3 CS müsste, wenn ich halt jetzt in meinem aktuellen Skill-Level noch, ich versuche mich jetzt zu verbessern. Dagegen sage ich doch gar nichts. Dass wenn ich dann mich jetzt aber erstmal auf CS fokussiere und dann erstmal so mehr oder weniger so Step-by-Step versuche, mich aber, zu Map-Awareness zu entwickeln. Jetzt bin ich dran. Das ist mir gerade scheißegal, was du sagst. Ich schaue mir das Replay an und ich sage zu dir, hey, pass mal auf, wenn du das hier gesehen hättest, würdest du bemerken, dass du da eh nicht hinzugehen hast. Selbst wenn du es nicht siehst, wie viel Leben der Maokai hat, der Gragas hat Prio. Okay. Das ist doch schon alles für mich. Es ist mir egal, ob du siehst, wie viel Leben der Maokai hat. Okay. Denn, weil du kommst mir an mit, ja, aber wir sind ja hier in Gold-Elo. Ab dem Moment, wo du eine Entscheidung damit rechtfertigst, dass du ein Pisslow bist, bist du für mich ein Pisslow. Ich bring den Leuten hier ja Formeln bei und Sachen bei, die unabhängig vom Skill des Gegners sind. Hey, schau mal, das ist ein Freeze. Egal, ob du ein Challenger bist, egal, ob du in Iron bist, das hier ist objektiv gesehen ein Freeze. Und objektiv gesehen spielst du einen sehr schwachen Champion, also du bist gerade sehr schwach, ne, Level 2, klar. Ja. Gragas hat Prio und kann besser bursten. Das heißt, wenn Gragas und Maokai hier sind und den Graves hops nehmen sollten, der ist tot, bevor du da bist. Können wir uns darauf einigen? Okay, ja, klar. Okay. Das heißt, der Maokai mattert doch gar nicht für mich. Klar hättest du sehen sollen, ob er low ist oder nicht. Aber egal, ob du es siehst oder nicht, kommst du da nicht rechtzeitig an. Egal, okay, gut, ja, sehe ich ein. Siehst du es wirklich ein oder sagst du nur, damit wir nicht weiter drüber reden? Ich sehe es ein, dass ich es halt, also das falsche Decision war und ich stehe da vollkommen dahinter, dass das eine scheiß Decision war, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich sehe, also ich will nur damit sagen, dass ich dann den Fehler halt auch machen muss, so safe. Also ist ja okay. Ich würde es halt nicht daraus lernen, wenn ich es nicht mache und ich habe ja auch gesehen, also ich will ja bloß sagen, was mein Gedankengang war, warum ich da hingegangen bin, dass es falsch war, okay. Aber ich habe halt jetzt dadurch den Trade gefressen und bin ein bisschen low und genau, dann an dem Punkt wollte ich eigentlich nur kommen. Du solltest nicht, ich gebe dir einen guten Tipp mit, du bist gerade direkt in eine sehr defensive Haltung gegangen, als ich das angesprochen habe. Ich bin nicht dein Feind. Ich wollte eigentlich nur mein Reasoning sagen, nicht, also, ne? Ja, das kann man machen. Das Reasoning zu sagen, ist gar kein Problem. Ja. Du bist aber in eine sehr verteidigende Haltung gegangen. Ich bin ja nicht so hier. Also, und jetzt pass auf. Dann arbeiten wir doch mal mit daran, okay? Wir gehen mal davon aus, du siehst, was dein Graves hier macht. Wie hätten wir darauf reagieren sollen? Der ist jetzt über die Mauer gedasht. Der hat das sogar gepinkt. Sogar zweimal. Fast dreimal, Leute. Ich kann gar nichts machen. Level 1 sowieso nicht. Na. Und das finde ich ja so Quatsch, da hinzugehen. Actually. Und ich kann davon? Kann auch machen, ist mir scheißegal. Ich würde weiterfahren. Ich sagte, was solltest du machen? Und nicht, was willst du machen? Sorry, nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden, weil ich gerade guste. Dein Graves pingt, dass er in Vaden geht. Ja. Unabhängig davon, ob du jetzt denkst, dass deine Entscheidung richtig oder falsch ist, was solltest du jetzt machen? Lane-Prio kriegen und rausbuschen. Okay, aber das geht jetzt nicht so einfach gegen Gragas. Angenommen, das kriegst du nicht hin. Chat, auch Frage an euch. Wenn ich es nicht hinkriege, dann kann ich es ja nicht erzwingen mit der Brechstange und versuche halt das, also kein Poke zu fressen und healthy zu stayen und versuchen, meine Ressourcen zu sparen, dass im Fall, dass irgendwas passiert, doof ist, dass ich dann wenigstens noch irgendwas mache. Aber mit Level 1 und 2 kann ich eh nicht viel machen, deswegen würde ich einfach nur versuchen, für den Farm zu gehen. Backping? Leute, ab jetzt kannst du den Grace nicht mehr backpingen. So. Ja, gut, Backping, ja. Followen? Nein, followen würde ich auch nicht. Nee, followen auf jeden Fall nicht. Retreat-Ping, das geht nicht. Oh, da ist es. Du stellst dich nach rechts hin. Ach so, ja. Du musst hier in dieser Area stehen, damit der Gragas nicht einfach anpunished durchkommt. Ja. Ist mir auch aufgefallen, ich autopilote immer die Midlane. Ich habe meistens ein Ward, wo ich mich dann irgendwie hinorientiere, aber ich achte im Geschehen noch viel zu wenig drauf, welche Seite. Hier zum Beispiel wieder Autopilot, warum auch immer, stecke ich mich hinter den Castern und gehe nach der falschen Seite hoch. Die beste Antwort, du, was ist das? B drücken. Einfach recall. Das ist ja schon mal kacke, ne? Achso, genau, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Bleib nicht in der Mini stehen, wenn er dich schon so viel pumpt. Weil ich pushe die Wave nochmal gleichzeitig mit. Ja, das ist voll dumm. Er gibt dir einfach. Ja, komm, ich kill. Aber hat er verschissen. Warum pushen wir? Das ist halt wieder, das war Bullshit, aber ich habe mir gedacht, okay, gut, ich habe TP, ich bin eh auf der Lane, wenn er resettet, kriege ich Prio, beziehungsweise bounce ihn Dings und er verliert dann Farms, aber nicht, mattert nicht. Jetzt hätte ich halt Prio für die Top-Crap. Aber das ist jetzt gerade, wo ich sehe, eher reaktiv statt proaktiv. Ja. Ich warte viel zu lange hier. Das ist halt mega kacke, ne? Du frisst auch wirklich jeden Poke hier. Muss die Range von dem Q noch drauf kriegen. Also das bei Chars wie Ari und bei Victor mittlerweile kriege ich es ganz gut hin, dass ich halt so das Spacing, die Hitbox um den Chart rum habe. Ich habe mir jetzt zurückgepinkt, weil ich halt wollte die Wave nicht verlieren. Dein Hover ist halt wieder bad, ne? Mein Hover. Ob du dich nicht nach links rechts hinstellst, das war gerade wieder bad. Ja, genau. Ja, das wird generell ein Problem sein. Mal den Win. Ja, jetzt habe ich zurückgepinkt. Und hab halt gepinkt, dass mein Level 6 halt davor ist. Hab halt dreimal gepinkt. Dann kommt die Senna, ich flash halt noch rum, weil ich, warum auch immer, dachte, ich muss helfen. Du bist halt sehr früh reingegangen, ne?
Und hol dir bitte niemals diesen Saphir-Kristall. Hol dir lieber Darkseal. Ja, hab ich dann auch gemacht. Der war bloß gesehen für... Also das hier ist schon Grief von dir. Ja, aber... Das killt er dich wahrscheinlich, oder? Ich hab halt auch nicht gesehen in dem Moment, dass er da hinter der Dings gelaufen ist. So, jetzt bin ich Overstep, ich werd das war dumm. Ich hab gedacht, er hat keinen Mana für Dings. Also jetzt kannst du nochmal kurz stoppen. Ich hab jetzt gepinkt, dass sie sich verpissen soll. Weil ich hätte jetzt den perfekten... Wer ist den perfekten? Freeze gehabt, glaube ich. Den habe ich dann aber wieder destroyed, weil ich komplett überhaupt mental nicht fokussiert war. Aber hätte ich den jetzt hier mit Level 6 gehalten, hätte er eigentlich viel, nicht mehr viel machen können, weil wenn er irgendwie vorsteppt. Jetzt sage ich den Leuten, geht bitte weg, so ist Play is over, haut ab. Und sie farmt jetzt hier irgendwie noch drei Minions und ich ping halt, bitte geh zurück, hau ab und denke mir so, dann haut die ab. Da war ich mental, weil ich halt, dachte ich mir so, also braucht noch etwas Gold zumindest. Ja, aber, ach, keine Ahnung. Für Dirk plus Dingens, Dirk, ja. Dirk Boots. Jetzt hätte ich einfach den Freeze halten sollen und ich push halt sinnlos raus, das ist komplett behindert. Und jetzt push ich halt weiter. Hätte ich dort den Freeze gehalten, hätte A, die ganze Wave verloren und B, hätte ich übelst Pressure mit meiner Ulti unter meinem Turm gehabt und hätte ihn gekillt und hätte mich nicht so gesettet. Der nimmt mich aber gerade gut hops, der Bree. Ja, bei dem Play habe ich auch schon analysiert. Ich dachte, ich habe mein Q nicht ab. Ich hätte actually mit EQ und dem Tower weiter shuffeln können und wäre safe gewesen. Was halt auch unlucky ist. Die Situation, finde ich, ist nur entstanden, weil ich die Wave rausgepusht habe. Hätte ich den Freeze gehalten, wäre ich niemals in die Situation gekommen. Genau, und hier dachte ich mir so, gut, hier hätte ich weiter rausschaffeln können mit Q. Hätte mich auch sein Q nicht getroffen. Und hier dachte ich, kriege ich den wenigstens dann noch secured, weil ich bin so ein Load Dead mit seinem E. Mit dem Tower, aber er flasht noch den zweiten Hit und kommt noch raus, war ein bisschen unlucky. Das ist ja schwierig, also eigentlich ab jetzt bist du schon giga doomed. Ja, wenn ich jetzt hier nicht zurückkomme, jetzt finde ich, geht's wieder. Hat mich wieder zurückgebracht. Genau, jetzt kann ich halt so ein bisschen. Das war dumm, weil ich habe genug Gold für den zweiten Part hier, für diesen Codex-Split. Und die Platte hat mir nichts gebracht und auch nochmal die Wave rauszupushen hat mir nichts gebracht. Ja, du musst jetzt theoretisch like, dein TP ziehen. Nachdem halt was genau, hab mein TP gezogen und hab halt mir den Codex geholt und sitz auf 300 Gold, was komplett dumm war. Das war auch wieder ein Makrofehler. Kannst du halt versuchen, auch im weitaus mit zu bullen, ne? Weil der jetzt vom Mana weniger ein Problem ist. Also, du kannst halt Richtung Herald gehen, sag nicht, du folgst. Hör auf zu folgen. Ja, wenn du weißt, dass er unten ist und am Maokai auch, kannst du sogar schon, wenn du magst, einfach hier absteppen und hier versuchen, die Wave zu clearen. Ich weiß auch nicht, warum ich Baseline immer versuche, um Bot als erstes Vision aufzubauen. Das ist irgendwie so ein dummer Habit, der sich so Autopilot-mäßig einschleicht. Ich baue halt immer Vision um Bot auf, warum weiß ich nicht. Also immer. Ich habe halt das mit dem Herald auch überhaupt nicht gecheckt. So. Der Herald war doch... Das war risky as fuck, weil ich wusste, die haben Drake gemacht, aber actually... Hätte man das quasi das ganze Game so runterspielen können und hätte den Kragas jedes Mal ficken können. Ab jetzt ist mein CS wieder somewhat okay. Noch nicht da, wo ich hin will, aber es ist wieder gefixt. Und jetzt actually bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt kann ich den Affen fighten, jetzt habe ich die Andries. Jetzt mache ich ein richtig dummes mechanisches Play, flash hier rum. Okay, er stirbt halt und ich bin zu spät Base. So, deine Aktion da unten ist resultatbasierende Analyse, by the way. Und ich weiß nicht, ob ich davon ausgehen würde, dass du jedes Mal den Gragas schaffen kannst. Was meinst du jetzt in dem Fight oder in dem Fight davor? Nein, generell. Du hast ja gesagt, das könnt ihr jetzt dann die ganze Zeit machen. Den Gragas abholen. Nee, das wusste ich tatsächlich. Wenn ich die Antris habe, kann ich... Also, ich ping ihn ja auch immer schon. Wenn ich weiß, ich habe Ulti ab und ich habe das Item dafür, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den Gragas zusammen mit den Graves jedes Mal ficken kann, wenn ich Ulti ab habe und er kommt und auf den Call hört. Wenn das nicht macht, dann mache ich es halt nicht. Aber theoretisch ab dem Punkt weiß ich, okay, jetzt habe ich den Punkt erreicht, jetzt bin ich strong, wo wir den eigentlich knechten könnten, wenn Graves auch Bock drauf hat. Aber ich glaube, ich muss dann eher ausbrechen und irgendwie so ein bisschen mehr aktiv auf der Map werden, anstatt einfach nur die ganze Zeit um Mitte rumzuhängen und da zu farmen, bis ich rau werde. Wie kommst du denn darauf, dass der Gragas sein Bodyslam nicht ready hat? Also du meinst, wenn ich jetzt für den Shuffle gehe und jetzt 2v1 mit ihm da den Shuffle reinhaue? Ja. Ja, ich muss auch nicht unbedingt den Shuffle, also dass er mich A mit Shuffle rausäht, ist schon strong. Und B ist ja meine Ulti trotzdem breit genug, um ihn noch wegzuschubsen. Aber also, dass er, wenn er sein Shuffle, wenn er sein Dings raus hat, dann hat er auch keinen Gap Closer mehr, um wegzukommen. Oder sein Invade-Tool ist damit gone. Und selbst wenn er mich damit interruptet, ist er ja automatisch auch in meine Ult-Range, dann schaffe ich ihn trotzdem zurück. Vorher für den Shuffle brauche ich es eh nicht. Ich verstehe das nicht. Also stellst du den Soldaten hin, du bist dann hier. Ja. Und er sagt sich, yo, Bree, ich laufe da rein und fight dich? Oder? Nee, was ich machen würde, ist, ich da angenommen, der gelbe Punkt dort, der erste, wo der rote ist, ist mein Soldier, ich stehe weit hinten, ich move ein bisschen zurück, bait ihn damit, dass er weiter vorkommt und in dem Moment, wo er vorsteppt, vielleicht glaube ich eine Animation macht, ein Q wirft oder was auch immer und B zum Beispiel, würde ich für den
Long-Range-Shuffle ansetzen, würde ihn dann in Richtung von meinem Jungler schubsen und würde ihn dann down-DPSen, weil in den seltensten Fällen reagiert einer, ein Midlaner drauf, dass er mich mit Shuffle rausgeht. Und selbst wenn er das machen würde, ist er ja trotzdem in Ult-Range, dass ich ihn schubsen kann. Ich brauche den Shuffle nur, um zu hinzukommen. Ist er nicht. Ab dem Moment, wo du deine E-Animation beginnst, fängt er einfach an, direkt seine E defensiv zu nutzen. Wenn du zum Wegkommen nutzen. Ja, klar. Aber wenn er mich trifft, dann... Warum soll er dich treffen? Also, der geht doch raus. Ja, wenn er es schafft, gerne, dann mach's doch. Dann ist okay. Dann muss ich auch nicht ulten, wenn er das macht. Ja, aber dann hat dein Jungler jetzt Time gewastet. Ich habe Wave-Prio bekommen. Aber dann... Und dann? Was hast du dann vor damit? Dann gehe ich mit meinem Jungler, keine Ahnung, für einen Objective Topside, Botside spielen oder einen Waiting Gegner Jungler und dann halt irgendwas machen. Aber wenn wir den Pressure aus der Lane bullien können, wir können es ja versuchen, den Free Kill zu nehmen, ne? Aber ist das nicht free? Ist das free, ja. wenn der Gragas einen Hirntumor hat? Ich finde, der hat einen Hirntumor. Ja, und egal. Was, wenn nicht? Ja, lass weitermachen. Ja, dann kann ich es halt nicht so spielen. Das ist doch dann aber, bringt mich jetzt aber nicht dran dann, oder? Also ich muss ja den analysieren und dann denken, okay, gut, der ist halt so bad, dass wir das jedes Mal machen können. Und wenn ich weiß, der spielt Giga gut, dann kann ich auch nicht. Du flippst jedes Mal neu darauf, dass er bad drauf ist. Nö, aber ich habe ja in seiner Laning-Phase schon den analysiert, dass er nicht der krasseste Spieler ist. Okay, und hast du dann, okay. Das muss einmal so stehen. Ich habe gegen Gragasse gespielt, die haben mich gefistet, wo ich mir gedacht habe, gut, der ist richtig krass, der spielt besser als ich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass in dem Fall, also er hat early einen Lead bekommen und er hat auch wahrscheinlich besser mit seinem Jungler gespielt als ich. Aber ich fand jetzt nicht, dass er mechanisch so krass war, dass ich sagen muss, okay, dem muss ich jetzt giga krass respect. Ist das bevor oder nachdem er dich fast zurück in die Base getradet hat? Was, du meinst jetzt das Early, Level 3? Nö, generell, zudem bist du auch nur zurückgekommen, weil du dir zwei Kills da unten gesnackt hast. Einen. Die haben dich doch zurückgebracht, nicht du selber. Ja, aber er hat ja trotzdem das Bad Decision gemacht und ich habe halt geroamt und habe ihn halt dafür gepuncht. Oder? Nein, das meine ich nicht. Du sagst halt, ja, sein Jungler hat ihm geholfen und alles und jenes. Also erstens hat er dich hier gerade fett gegappt. Ja. Und jetzt? Also wenn er seine Ulti nicht verkackt hätte, wärst du jetzt sogar gestorben. Ich sterbe jetzt auch, weil ich gedive werde. Nein, das meine ich nicht, unabhängig von seinem Jungler. Wenn der Gragas seine Ulti nicht verkackt hätte, hätte er dich jetzt da eben umgebracht. Möglich, ja. Deswegen, also ich... Mir jetzt ein bisschen ja, aber gut, er steht ja jetzt schon 4-3 auch irgendwo. So, also das ist ja jetzt auch ein Punkt, der wäre ja von alleine niemals zu diesem Aber Punkt du hast mehr Gold als er. Ja, dann habe ich es mechanisch in dem Moment scheiße gespielt. Das gebe ich ganz ehrlich auch zu, ja. Safe. Es geht mir ja nicht darum, dass du sagst, also dass ich sage, dass du einsiehst, dass du das irgendwie verkackt hast. Ich finde dich aber schon gerade sehr cocky. Ich weiß nicht, was du mir gerade sagen willst. Ich finde dich, du reduzierst den Gegner auf seine Elo, aber wenn du einen Fehler machst, darf ich das nicht tun? Du bist ja noch am Lernen. Aber ich habe den nicht auf seine Elo reduziert. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn mechanisch nicht dazu einschätze, dass er jedes Mal meinen Shuffle Engage perfekt dodgen kann. Nein, du hast davor die Gegner auf die Elo reduziert. Die sind ja blöd, die sind ja X Gold Elo oder sowas. Hab ich nicht gesagt. Ich habe zu mir gesagt, ich bin Gold Elo und ich erwarte nicht von mir, dass ich perfekte Rapper werde. Nein, das hast du eben über den Gragas gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, dass ich nicht denke, dass er mechanisch dazu bereit ist, jedes Mal meinen Shuffle Engage zu dodgen mit seinem E, so wie du das beschrieben hast. Deswegen habe ich ihm nicht geblamed. Ich habe gesagt, ich finde, er hat seine Laning-Phase ein bisschen zu aggressive gespielt, also sein Mana dumpt. Ansonsten habe ich den nicht geblamed. Ich finde ihn halt jetzt nicht gut, habe ich gesagt. Also nicht gut im Sinne von, er ist so krass mechanisch besser, dass ich Angst vor ihm haben muss, weil solche Gegner hatte ich schon und dann spiele ich auch anders. So finde ich ihn nicht. Und das ist, finde ich, eine realistische Einschätzung, ohne ihn zu beleidigen zu wollen. Aber also es gab Gragasse, wo ich mir gedacht habe, guck, der spielt eine andere Liga als ich, da habe ich keine Chance. So. Ja, weil er seine Skillpunkte vielleicht anders gesetzt hat. Das kann sein. Das kann ja sein. Das mag ja auch sein. Aber ich finde, also mich auf nur rein mechanisch jetzt betrachtet, finde ich ihn nicht so krass, dass ich nicht denken würde, ich könnte den jedem Gang killen mit meinem Jungler. Das wollte ich sagen. Ich will ihn nicht disrespecten. Ich wollte es nur realistisch einschätzen. Okay. Und dass er mich outplayed, das gebe ich gerne zu. Hat er gemacht. Aber in dem Moment denke ich mir so, gut, ich habe das verloren, Great hatte. Ich sag einfach nichts. Ich habe keinen Bock zu diskutieren. Aber in dem Moment, das ist halt giga unlucky. Warum ist aber es unlucky? Den Punkt habe ich jetzt verloren. Ja, weiß ich nicht, weil ich finde, es ein krasses Play von Maokai ist. Den 20% HP Asi umzubringen? Nee, die Vision zu haben, in dem Moment für den Mid-Dive zu gehen, machen nicht viele. Ich weiß nicht, ob der gepinkt wurde, aber ich finde, er hat gute Awareness auf jeden Fall um seinen Midlaner, weil Loki guckt ja die Vision vom Gegnerteam an, die ist gut um Top-Jungle, auf jeden Fall. Ja. Aber wie viele Jungler gehen für dieses Play? Das ist nicht oft der Fall. Ja, der hat halt seine Skillpunkte anders gesetzt. Der hat das gut gemacht. Safe Call. Also ich
Respekt an Maoka. Ich weiß nicht, ob er halt wirklich mit dem gespielt hat, aber ich finde, er hat für einen Jungler durchschnittlich krasse Awareness um Mitte, was die meisten halt eher so auf Sidelanes gucken, hat er halt gut um Mitte gespielt. Aber ich wollte halt nur wissen, was kann ich halt in der Situation oder in diesem Spiel particularly besser machen, um halt trotzdem das Spiel halt nicht zu verlieren. Weißt du, was ich sagen will? Ja, dafür sind wir doch hier. Wahrscheinlich halt nicht die Trades so krass verlieren. Ein bisschen besser Farm auf jeden Fall. Aber ich habe halt nicht, also ich habe jetzt intuitiv nicht sofort nach dem Game gewusst, okay, gut, ab dem Punkt habe ich es verschissen. Weil es waren zwar überall Fehler drin, ich habe auch viele Fehler gesehen, aber jetzt nicht so, also die Fehler waren mir nicht so obvious klar, dass ich deswegen halt das Game sofort verloren. Es muss ja nicht ein riesiger Fehler sein. Okay, ja, und die Fehler halt nicht erkannt. So. Klar, ich bin zu oft gestorben dann an dem Punkt. Hättest du den Trade davor nicht gemacht, wäre das jetzt gar nicht entstanden. No? Ja, klar. Also, ja, sicher. Absolut. Und ab dem Punkt bin ich quasi nur noch am Sterben. Dann kommt dann noch so ein Dreimann-Dive in Mitte. Dann gehe ich halt, dann wird Darius Mitte, warum auch immer Darius dann Mitte gehen will. Dann dachte ich mir, okay, das ist halt leider nicht top. Dann hat mich die Quinn runter, one-shottet mich. Und dann stelle ich irgendwie nochmal dumm, weil ich zum Untermoven wollte, zum Helfen. Bist du aus Quinn der Base gekommen? Auch. Du hättest die Wave hier einfach halten können. Du tankst ja kurz ein bisschen was an und kannst dann hier halten. Mhm. Wenn du dich nicht rausabst. Also würdest du sagen, ich sollte in der Situation eher versuchen, einen Freeze bei mir zu halten? Du kannst doch gerne runtergehen und vielleicht gleich in den Gragas reinlaufen. Halt du weißt aber nicht, warum du für die Ward gehst. Wenn der hier drin ist, dich trappt, bist du one-shot. Ja. Halt, warum die so unfair war, weil ich geblindet war. Ich hab gehofft, die Chips sind da irgendwie Tower. Ich wäre halt so oder so dead gewesen, hätte ich vielleicht keepen sollen. Das mattert, glaub ich, nicht. Moment mal, ich bin verwirrt. Also, sie kommt, ich weiß nicht, ob du sie jetzt nicht gesehen hast. Ich hab sie gesehen, aber in dem Moment. Also, ich hätte nach unten hin abhauen können. Also, quasi diesen Dreieckschaffe rüber machen. Würdest du aber warten können, dass sie dich erst eht? Hat sie mich schon geeht. Hat sie nicht mit E gestartet? Ja, hast du auch, aber du hast auch geeht. Du ehst direkt, sie eht dich. Ach so. Ah, und damit, ja, damit kennst du sie, mein E. Jo. Bist du? Ja, das ist klar. Ja, mein Gedanke war, wenn ich sie früh genug catche, kann ich sie noch in Tower. Nö, die Grundidee ist ja okay. Ja, es war dumm. Siehst du zum Beispiel so mechanische Sachen wieder, die muss ich. Ja. Jetzt bin ich halt Freeloot. Ich habe halt keine Ulti. Passive kommt zu spät raus. Dann renne ich einfach wieder down. Die Ward hier ist bad. Also, wenn du schon hingehst, ich würde da persönlich nicht hingehen, to be honest. Eben halt. Like. Mhm. Warte mal. Ja, die Awareness hatte ich nicht, dass ich Quinn runterrennen kann. Das war dumm. Also, es ist halt. Ab dem Punkt sterbe ich nur noch und krieg auch keinen. Und jetzt, wenn du hingehst, musst du dann halt hier warden, weil das hier ist der wichtige Choke, wo sie durchkommen wird. Ich hätte gedacht, den Busch dann unten. Das hier? Okay, dann stell ich mir die Frage. Nee, weiter oben. Den quasi. Den da, ja, genau. So weit würde ich mich gar nicht reintrauen. Nee, ich meine auf der anderen Seite warden und dann durch den Tribush gehen. Weißt du, dass ich die früher sehe, wenn sie um die S-Kurve rennt, weil dass er unten lang rennt, ist unwahrscheinlich. Da kannst du hier drin aber noch nicht traden, wenn sie da ist. Achso. Also wenn ich hätte mich verpisst, dann dachte ich, wenn ich die da sehe. Ich sehe sie halt gar nicht jetzt und dann bin ich dead. In dem Moment ist mein Pass. Du hast halt nichts, ne? Ja, nur noch keine Ult, genau. Ja, an dem Punkt habe ich das Game komplett, habe ich keine Chance mehr gesehen, irgendwas zu machen. Dann kannst du dich hocken. Warum nicht mehr? Nee, das Game ist doomed. Das ist durch und da habe ich, also klar, man kann jetzt Copio-mäßig sagen, oh, ich turn das jetzt im Late, ich scale da raus, aber ich habe doch keinen Bock mehr drauf. Also selbst wenn du es turnst, ist es schon gedoomed. Es kommt nicht mal darauf an, ob du gut bist. Aber man hat auch keinen Mehrwert mehr, das ist dann einfach nur irgendwelches Rumgefade und Inte von beiden Seiten und ich lerne dann halt aus so einem Game auch nichts. Schwitzt man sich irgendwie nur ab und ja, die letzten drei Games, also die letzten zwei Games waren richtig scheiße, das Game auch grottenschlecht. Und das drittschlecht, also das erste, was ich aus der Dings verloren habe, war, da ich mal gegen einen 700k-Punkte-Victor gespielt, wo ich wirklich von jedem verfickten E getroffen wurde. Der hat das echt gut gespielt. Bei dem muss ich zum Beispiel sagen, da hatte ich das Gefühl, der spielt einfach, also ich finde Victor Asia ist sowieso early ein schweres Matchup für mich. Da tue ich mich schwer, wenn der Victor richtig gut spielt, weil er so viele Tools zum Poken hat und ich nicht so wirklich Windows finde, um gegen zu poken. Und der hat jetzt auch eigentlich einen ziemlich guten Victor gespielt und in so einem Fall denke ich mir einfach, dass ich für den safen CS gehen soll und scale dann halt einfach gut rein und dann, wenn ich das auf so einen Item-Spike komme, keine Ahnung, Ludens jetzt mit Hail of Blades, dann habe ich das Gefühl, dann kann ich den auch wegbimsen, so mal von 70 auf 0 oder so. Mhm. Was ich meistens aber nicht spiele, ist in dem Matchup TP, das wollte ich jetzt einfach mal probieren. Ja. Damit wäre ich mir nicht so sicher, ob ich den von 70 auf 0 knallen kann.
Aber ich dachte mir so, okay, gut, wenn er gut spielt, dann gehe ich safe hier auf TP und gehe jetzt wirklich erst für den besten Farm, den ich kriegen kann. Na, TP ist fine, ja. Hm. Ja. Ich spiele auch gern Cookies, weil ich Early halt das Gefühl habe, ich werde oft getradet. Die rennen halt meistens gerne mit Q rein und guck mich gerade auch mit. Also mit Eri wusste ich ja vorher nicht, aber. Warum gehst du hier so defensiv? Was soll ich machen? Soll ich den traden? Halt, like, du spielst Hail of Blades. Stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass. Mit, ah ja, ich könnte es outtrade wahrscheinlich, aber ich denke mir mal, das Schild ist am Level 1 stärker als du mein. Du ziehst ihn nach hinten in deine Minions und tradest mit Hail of Blades. Ja, ist dumm, stimmt. Der würde mit den Minions auf jeden Fall nochmal einen Schaden bekommen. Hat sich oft vom Gefühl her so angefühlt, als wenn er zu deep drin ist, aber ich hab's nicht proper gepunished irgendwie. Ja, jetzt hast du keinen Hail of Blades, jetzt trainen wir nicht. Ja. Ich habe versucht, das Eri so ein bisschen zu tracken. Ach, und er ist aber. Ja? Weil dann wieder halt, also dann dachte ich mir, ist wahrscheinlich, dass er wieder vorsteppt und traden, aber hat er nicht. Du kannst halt jedes Mal, wenn sein Spell auf Cooler ist, die Wave contesten, ne? Du hättest hier vor ihm zwei hitten sollen. Mhm. Du bist halt sehr defensiv, like, for whatever reason. Ja. So, what's the point of Hail of Blades, wenn du dich halt nicht traust, es anzuwenden? Stop. So. Ja, Hail of Blades, wegen. Ja, das habe ich nicht gecheckt. Ich dachte mir, da ist irgendwie K oder so, aber war da nicht. Und dann. Du bist ja nah dran, ne? Bist behind auf einmal. Und verliere unnötig übelst viel Farm. In dem Moment dachte ich mir so, ich muss den Giga krass respekten, warum auch immer. Ich bin mir nicht sicher, was ist. Also, das war halt early. Das war halt schlecht von mir gespielt, einfach nur. Ich habe halt das Trading. Ich wollte mich zu sehr auf Farm fokussieren. Und dann dachte ich mir so, ah fuck, du musst aber auch zurücktraden. Und dann habe ich aber dann wieder Farm verkackt. Und das war so ein Game, wo ich auch dann schon in dieser Losing-Spirale schon so mental dran gezweifelt habe. Bin ich jetzt besser geworden? Bin ich jetzt nicht besser geworden? Und dann ist halt Bullshit. Ist einfach, glaube ich. Also, du lässt dich ja komplett von ihm weghocken, ne? Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer so, gut. Mattert das so wirklich? Er hatte wenig Mana, ich habe dann Vollmana, ich habe TP, er hat TP. Er kann mich jetzt mehr oder weniger poken, wie er will, solange ich halt irgendwie die Wave halte und Farm kriege, so gut ich will. Er hat ein 6er CS-Lead. Ja, klar, aber ja. Durch, ja, aber in dem Fall habe ich ja quasi schon durch diesen komischen Ping, wo ich hochgemoved bin, habe ich glaube ich schon 3 CS oder so gemisst, wegen so einem Schwachsinn. Er hat 2 Pots mehr als du. Ja, mattert für mich in dem Fall nicht, bin ich ehrlich. Warum? Weil ich, wenn es halt, also ich sehe ihn nicht, dass er mich killt, pre-6. Und sollte das der Fall sein, dass es close wird, kann ich immer noch zur Lane tippen. Ja, aber dann kommst du wieder, er pokt dich runter, du pokst ihn runter und er tippt auch wieder zurück. Mit mehr Gold als du. Kann er machen, aber wenn ich meinen Lost Chapter habe, ist es mir ziemlich egal, weil dann bin ich ziemlich confident, dass ich ihn outtraden kann. Wenn er Lost Chapter hat und ich Lost Chapter habe. Victor gegen Azir ist aber even. Yo. Ich finde, also vom Gefühl her finde ich mich aber early irgendwie weaker, weil ich, sobald ich für den, also gut mit Hail of Blades, wenn mein Soldier gut steht und ich halt ein paar Es dodgen kann, also ich finde Victor schwerer, glaube ich, in dem Matchup, weil du musst halt den Es konstant treffen, aber, was ist schwerer, aber wenn ich halt mein Trades verkacke, dann puncht er mich halt krass. Ich habe halt so oft gegen einen Victor verloren, der mich halt mit QE gepokt hat und ich habe halt 2 Auto-Hits hat einen Q gemacht, hab noch einen dritten Auto-Hit von Hail of Blades gemacht, hab irgendwie 30% Mana und der Typ hängt noch auf 80% Mana rum. So, und dann denke ich mir, gut, dann kann ich dafür nicht gehen, weil mache ich das 3-mal, bin ich oben und der Typ hat immer noch 50% Mana. Ich hab halt nie davon gesagt, dass du perma fistfighten sollst, oder? Ja, aber halt, wenn ich fürs Backtrade gehe, und was ist der Point, wenn ich nicht fürs Traden gehe, also warum soll ich denn überhaupt traden? Besser? Weil, was ist, wenn er nicht mit dir traden will, weil er hat Spells auf Cooldown? Ja, dann kann ich ja nur mit Soldier traden. Dann ist er gezoned. Dann verliert er etwas dafür. Und was ist, wenn er tradet mit Spells auf Cooldown? Dann bin ich gezoned. Oder was meinst du? Dann muss ich backtraden. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Ja, aber der kommt rein, fightet gegen dich mit allen seinen Spells auf Cooldown. Dann gewinnst du den Trade problemlos. Dann gewinne ich den Trade, das ist logisch. Klar. So. Und habe ich auch bei den Beispielen, die ich gemacht habe, jemals über das Permafist-Fighten gesprochen? Bitte was? Habe ich, als ich über das Traden gesprochen habe, zu dir gesagt, dass du Permafist fighten sollst? Nö. Nie? Keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört, dass du überhaupt von Permafist fighten gesprochen hast. Wenn der Head of Blades ready ist, sollst du traden. Ja, aber dann Permafist fight ich doch nicht. Ich geh doch nur für die 3 Auto-Hits. Das ist doch mein Punkt. Du sollst ja auch, du redest über dein Mana, sollst auch nicht 24-7 gegen ihn fighten. Sollst aber auch Gegendruck machen. Und sollst dann Gegendruck machen, wenn der Head of Blades ready ist. Ja. Sollst, wenn seine Spells auch cooler sind. Meine Theorie war, ich halt so lange durch, bis der Typ kein Mana mehr hat und dann kann ich halt die Wave rauspushen, resette einfach, weil er halt nicht gegendrücken kann
Das war mein Gedanke, deswegen habe ich so viel Mana gehalten, dass ich die dann halt mit zwei, drei Soldiers rausdrücke, Q rein, push die Wave raus, kriege ein Free Reset, er ist gestuckt in der Mitte, ich habe mein TP, er sitzt halt da mit keinem Mana vor Leben und mir ist mein Leben scheißegal. Der hört sich so richtig krass utopisch und easy an, ne? Naja, weiß ich nicht, wie kann halt Viktor gegenpushen, wenn er null Mana hat, weil er alles für Trades ausgibt? Wer sagt denn, dass er sein ganzes Mana ausgeben wird? Was ist denn, wenn er smart ist und so sagt, wow, ich brauche 30% meines Manas, um Wave zu pushen, ich nutze 70% meines Manas, um ihn rauszupoken, 30% meines Manas, um zu pushen und dann Reset zu bekommen. Und dann? Gut gemacht. Wenn du mir jetzt mit der Elo ankommst, tipp ich aus. Wieso, hab ich was gesagt? Nein, ich wollte es nur gesagt haben. Warum addressest du das denn? Ich war doch kein Dickhead, oder? Ich hab doch nur realistisch versucht, Sachen einzuschätzen. Und du kannst mich doch gerne correcten, falls ich falsch liege, ich kann dir doch nur sagen, was ich denke. Nein, das ist ja okay, deswegen wollte ich gerade sagen, du wolltest ja gerade ein Argument nehmen. Deswegen wollte ich sagen, wenn du mir jetzt nochmal mit dem Elo-Argument ankommst, dann kriegen wir ein Problem. Mach ich nicht. Das ist doch, Digi, die Elo habe ich doch nur für mich gesagt. Ich habe doch nur gesagt, wenn du das vorhast, wenn du das eh nicht vorhattest, dann ist es doch egal, was ich gerade gesagt habe. Ja. Also, was wolltest du jetzt sagen? Nix. Ich würde mir zuhören, was du sagst, weil ich höre dem gern zu. Okay. Kann auch irgendwann einmal ganz kurz machen, weil ich habe schon gleich direkt wieder den nächsten. Hier zum Beispiel, like, du hättest null Mana-Issues. Aber er darf halt wieder absteppen. Er darf halt absteppen. Guck mal, sein Spell ist auch cool an. Mega chillig für ihn. Hätte auch noch Corona-Sicherheitsabstand. Aber ein bisschen intimidated davon, dass er jeden eh trifft. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt halt der Punkt, wo ich dachte, gut, ich pushe ihn halt einfach raus. Und dann war, warum auch immer, dachte ich mir, okay, gut, die nächste Wave hat auch wahrscheinlich noch genug Mana. Die nehme ich jetzt auch noch mit. Und dann gehe ich einfach safe base. Weil jetzt hat er halt gar kein Mana mehr. Und ich dachte mir, jetzt könnte ich ihn eigentlich killen, aber einen Shuffle verkackt, so bad. Jetzt gehe ich halt wieder viel zu weit raus. In dem Fall bin ich halt bad aufgestellt. Er kriegt aber die. Also, zwar, es ging nicht so ganz auf, weil da habe ich gemerkt, okay, gut, ich war jetzt zu indecisive, wäre ich dafür in den Base gegangen, hätte es geklappt. Jetzt habe ich es verschissen. Und jetzt bin ich halt mehr oder weniger stuck, aber er hat halt auch kein Mana groß mehr. Und jetzt habe ich gepinkt für Assistance, zum Rauspushen helfen. War aber my badest. Und er flasht mich, glaube ich, unter dem Tor und ich sterbe. Es war komplett my bad. Hängst auf die ganze Wave? Ja. Ich glaube, ich gehe. Ja, TP. Nein, du stirbst nicht. Gut, ich habe Lost Chapter bekommen. Jetzt spielen wir beide auf die Base. Und genau, jetzt habe ich den Fight ausbrechen sehen und bin viel zu früh zur Base teleportiert. Und ich dachte, ich muss da helfen gehen. Und habe da irgendwie, keine Ahnung, dafür ein Leben. Das war halt Giga-Int. Ja, wenn er jetzt smart ist, spielt er jetzt das Range-Game. Ja, er trifft halt. Och, ich bin halt so schlecht in Dodge schon gewesen. Ich glaube, das ist jetzt auch der Punkt, wo er Ulti zieht und mich richtig gut tradet und mich damit aus der. Dass ich da auch noch gestunt werde, ist auch noch fast illegal. Aber an dem Punkt bin ich fucked und dachte mir, okay gut, er ist aber still killable, weil er wird jetzt cocky sein. Und wenn ich jetzt Diana unter Tower killen kann, der sie ist auch 6, hat Ulti. Wenn ich Diana wäre, würde ich nie herkommen. Ich habe Assistance gepinkt. Ich würde nicht herkommen, wenn ich Diana wäre. Warum nicht? Weil bevor du an ihm ankommst, gibt er dir EQ ins Gesicht, du bist tot. Wenn sie initiated? Womit denn? QE-Ulti? Und der Viktor ist magisch gestunt, wenn sie kommt? QE-Ulti. Und der Viktor bleibt magisch stehen, wenn die Diana herkommt? UE-Ulti, du bist doch Gap-Closer, bist instant in seinem Gesicht, ultest ihm und das reicht doch, um Shuffle-Ulti zu machen. Okay, Viktor stellt sich hier hin. Ja. Diana kommt von hier. Ja. Geht ihre Q bis hier hin? Muss sie doch, steppt sie ran. Und Viktor bleibt stehen? Die geht doch ran, bis sie in Q-Range ist. Und der Viktor bleibt stehen, bis der Play fertig ist? Der sagt sich auch, Diana, cool, da geh ich hoch. Ja, kann er ja von mir aus gerne machen, aber dann... Ich brauche ihn ja nur, um halt jetzt die Wave raus zu pushen. Wenn er jetzt mich unterm Tower ficken kann, bin ich am Arsch. Wenn er aber so weit vor absteppt, ist doch die Chance, dass er entkommen kann, marginal, oder? Okay, dann muss deine Diana, die dich jetzt babysitten, bis du weg bist? Ja, für Assistance gepinkt, dass es nicht macht, dann ist es halt nicht so. Aber was soll ich denn machen, außer Assistance zu pingen? Ich könnte jetzt Base gehen, verliere jetzt halt den Farm, okay. Okay, pass auf. Gut, also muss ich gucken, macht es nicht und sie hat es nicht gemacht. Wir also machen das viel einfacher. Ja. Okay. Wir haben... Du musst dir das Spiel so vorstellen, okay? Du musst dir das Spiel so vorstellen. Du hast Aktion A, die passiert. Mhm. Die führt dich zur Aktion B und die führt dich zur Aktion C. Ja. Du willst niemals auf C schauen. Da hast du schon verkackt. Du sagst jetzt, einen auf den, hey, ich habe mega auf die Fresse bekommen. Mein Jungler muss herkommen und mir helfen. Unabhängig davon, ob das jetzt richtig ist oder nicht, sollte die Regel sein, und du hast Glück, die Person, die jetzt danach, mit der ich danach das Coaching habe, die hat ein bisschen mehr Zeit, sollte die Regel für dich sein, ich schaue mir an, was bei A passiert ist. Nicht C. C ist irrelevant für mich. Da bist du schon tot. Um C kannst du dich kümmern, wenn du Master bist. Du also im Review, jo, logisch. Das kann ich ja quasi im Live-Game nicht, weil da ist ja A schon passiert. Das stimmt. Stehe ich jetzt im B und dann muss ich gucken, was mache ich jetzt, weil A schiefgelaufen ist. Das stimmt, da hast du völlig recht. Quasi jetzt die Wahl, bleibe ich und könnte vielleicht noch
mit meinem Jungler was machen oder ich müsste Base porten und verliere den Farm. Das war das, was ich im Kopf hatte. Also entweder bleibe ich, gucke, ob sie kommt. Wenn sie nicht kommt, wenn ich das Play machen, muss ich Base. So, in dem Moment, wo sie halt in River läuft, ich dachte, okay, sie kommt, ist aber, glaube ich, schon unter Tower geflasht und hat mich gekillt. So, also es war blöd zu warten. Ich hätte wahrscheinlich einfach safe Base gehen sollen, hätte den Lost nehmen sollen, right? Beziehungsweise im Nachhinein hätte ich überhaupt gar nicht erst so weit kommen lassen sollen, dass ich so krass getradet werde. Aber in dem Moment muss ich ja die Options abschätzen, die ich habe, weil ich es schon verschissen habe. Okay. So, und dann geht sie bot. Selbst wenn sie hochgekommen wäre, wäre sie ja jetzt ungefähr hier, korrekt? Ja. Jetzt steppt der Victor ab, kann seine Flash-Combo auf dich machen und kann hierhin rausgehen. Ich glaube, wenn sie in dem Moment dort in dem Busch wäre, würde das Victor safe aber sterben, weil ich würde auf jeden Fall dann All-In, ich sterbe dann safe dabei, aber ich glaube, okay, mit meinem E-Schild könnte ich wenigstens noch meine Ult-Kombo rausgeben. Okay, dann springst du ihn an mit deinem E-Schild, was du nicht bekommen wirst, weil wenn er Flash EQ auf dich macht, bist du tot und dann geht er hierhin raus. Ja, aber der E, also du meinst Flash E und dann into Q, dass der E instant ist. Das ist mir, der bringt dich um, du bist in ihm drin, du hast selber keinen Flash mehr. Der killt dich. Du bist in ihm drin, der spritzt dir einmal alles, die ganze Sahne drauf und ist weg. Weil er kann deine Ulti jedes Mal mit seinem Flash dodgen. Und dann? Verstehe ich gerade nicht, weil, hä? Du willst ihn doch comboen, richtig? Du sagst, er flasht mich an. So, safe. Dann bin ich, wenn er das E, also ich weiß halt, ich kenne halt Victor in dem Fall nicht, ich weiß halt nicht, wie krass schnell das E rauskommt. Aber im gesetzten Fall, dort, wo dein Mauszeiger gerade ist, ich setze jetzt ein bisschen dort östlicher davon meinen Soldier. Und ich gehe für eine Shuffle-Kombo. Kriegst du dich raus, du bist tot. Ist es Punkt A schwerer, das E zu treffen und er trifft nur das Q im besten Falle. Ich würde es halt all in, wenn halt Diana da wäre. Das ist jetzt halt der Rahmen, ne? Aber du bist halt tot. Versuchen. Die Diana interessiert mich doch gar das nicht. Das kann mir ja sein, aber wenn die Diana für das Play gehen will, würde ich in dem Fall versuchen, das zu tun. Aber der killt dich doch, bevor die Diana überhaupt erst rankommt. Ich muss es doch aber setupen. Was bringt mir das denn dann, nichts zu machen in dem Fall? Aber du, weggehen, du bist tot. Entweder stehst du mega weit hinten, bis sie rankommt. Das geht alles vorne und hinten gar nicht auf. Entweder engage du ihn, du bist tot. Er kommt auf dich zu, du bist tot. Oder aber er sieht, dass die Diana kommt, chillt dann hier einfach. Und wenn die Diana weggeht, bist du immer noch tot. Du bist, das heißt, du kannst sie nicht gewinnen. Ich soll fürs Recall gehen schon viel eher. Das musst du. Kannst du mir zurückspulen, wann das ungefähr der beste Moment wäre? Moment, falscher Spieler. Warte mal, das war der Play, der da oben ist. Das war nach dem TP, genau. Du hättest ihn hier auch direkt aus dem Choke einmal rauspulen sollen. Ja. Du Q verkackt, du bist in seiner Range. Nicht interessant, du nutzt fast einfach nur deine Spells, damit du fast noch farmen kannst. Warte mal, hast du überhaupt Gold? Ich weiß gar nicht, wofür du basen willst. Ja, wenn du Recon willst, dann hier. Das hier ist pretty good. Und jetzt kannst du direkt basen. Jetzt base. Du kannst dich stayen, weil er muss die Wave pushen plus die nächste. Dann kannst du einfach weggehen. Ja. Die Wave kannst du direkt instant hart reinpushen. Weil jetzt hast du die Wave delayed. Und wenn er smart gewesen ist, ja genau, jetzt bleibt die Wave 4. Ist cool für ihn. Ich bin auch hart reingepusht. Top Lane bei uns. War keine Ulti? Wait, was hat der Typ gemacht? Na, ich bin an der Ulti verrückt noch. Kann noch nicht raus. Ah ne, okay, er hat gar selber keinen Flash mehr. Geht halt nach hinten raus. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fresse den Weso oder so immer. Und die Ultis irgendwie packt die sich dann. Oh, lol. Also wäre ich dann legit nach links, aber ich weiß gar nicht warum. Ich fresse den Weso oder so und versuche den einen Auto-Tick zu kriegen. Muted? Nee. Jedes Mal, wenn sein E auf cooler ist, kannst du vorgehen zu punishen. Du hast richtig Angst vor dem, ne? Ja. Oh. Es fällt jetzt wieder. War gegen Gragas genauso. Ja, keine Ahnung. Ich fühle mich seit den letzten drei Games auch nicht mehr so confident, irgendwie da krass so aggressive zu spielen wie in den sechs Games davor. So, da habe ich gefühlt jedes Mal die Lane gewonnen. Jetzt spiele ich wie eine Pussy. Dann geh nochmal ein Game spielen. Um? Na, ja, aggressiver zu spielen. Du sagst, ich trade Kacke? Ja, dann üb das doch wieder rein. No? Ich meine, du kannst doch weiter feeden gehen, wenn du magst. Das ist deine Wahl. Das war frech. Okay, warte, lass es mal anders machen. Lass es mal anders machen, okay? Ich finde, deine Gegner in den letzten beiden Games haben actually gut getradet. Lass doch mal nachgucken. Ich fand die auch gut, ja. Lass doch mal nachgucken, wie das bei einem Win aussieht. Wenn dein Gegner schlecht tradet, dann ganz einfach, dann bist du nur dann gut, wenn dein Gegner kacke ist. Bei dem Rise hatte ich das Gefühl, ich space jedes Mal gut sein E. Das kann sein! Weil die E spacen? Kann man deine E spacen? Indem der die Caster Minions mich hat, also wenn ich zu nah dran bin. Ah, oh, das meinst du, okay. Wollte schon sagen, das Point and Click, hä? Was will er von mir? Die Kette dann quasi unterbrichst und nicht den
den Pop vom Q kriegst. Ja, hier ist erstmal ein bisschen mehr chillen angesagt. Wird gar nicht so viel gehen. Du kannst ja versuchen, Rage Advantage ein bisschen auszunutzen. Über die Soldaten, aber du hast am Anfang das Mana gar nicht dafür. Ja eben, das hast du mir das letzte Mal gesagt, seitdem gehe ich bis B3 nie für krasse Trades und Mana. Ja, du kannst Mana Flow beim Mitnehmen und jedes Mal Ding ins Pokémon. Ja, das mach ich halt auch, aber ich finde selbst dann hast du also. Ne? Nee, es geht nur darum, dass du das Mana Flow beim Procs und nicht darum, dass du ihn irgendwie umbringst oder so. Aber ja, am Anfang ist dein Push komplett scheiße. Ich hab Mana Flow. Nee, hast du nicht dabei. Actually, wenn Loki, wenn die Wave da steht, fühle ich mich irgendwie safe, weil dann brauche ich mich. Also, ne, gerade null Brain Power für einen. Ist doch fein. Ich Jungle ausgeben und kann halt meinen Stiefel runter. Genau, das ist ja gerade komplett gefallen. Lass Chapter ab, ja. Du brauchst ja gar nicht mit dem zu interagieren, der outrange dich auch nicht. Aber gegen Victor zum Beispiel muss er die ganze Zeit gegen traden. Ja. Oh, warte, warum clean wir jetzt die Wave? Und du anfängst die Wave zu clearen. Wird's basen? Deine Wave ist cringe. Ja, ich hab Lust Chapter push raus. Das kostet dich jetzt auch noch Teleport, das ist nicht gut. Ja. Aber ab jetzt kannst du halt anfangen, wirklich nachzugucken. Aber jetzt kann ich, genau, jetzt kann ich anfangen, den langsam auf den Sack zu gehen, das hab ich mir auch gedacht. Wenn du halt nicht zu nah an ihn rangehst, dann hat mir es eben, bist du nah rangegangen. Ja. Der ist echt pissenbad. Das kannst du niemals machen. Mhm. Deswegen finde ich auch gerade gegen Midis, die machen das übelst oft, weil die halt auch irgendwie dann per mal reinpushen und dann zu nah gefährlich in dieser Box sind, wo ich die halt ficken kann. Bis in so 100% Leben sind, weil die planen das übelst selten, dass die halt tot sind. Sobald du bist zu low, um den Play zu machen, weil wenn du deine Ulti flash, bist du am Arsch. Können wir hier rausbocken? Like, du kannst ihm halt den Access auf die Minions versuchen. Mit so denyen. Ja. Aber du hältst halt Corona-Sicherheitsabstand zu ihm. Du hältst mega Abstand zu ihm, das ist crazy. Der zoomt sich schon selber raus. Ey, weil ich halt. Also bei dem Jungle-Matchup habe ich halt immer Schiss, welche Jungler könnten mir gefährlich werden. Da denke ich, da schätze ich halt Lee als hoch ein und ich habe halt keine Vision auf Lee und ich weiß halt auch nicht, wo Lee ist. Du schätzt Lee als hoch? Okay, ist interessant. Gefahr für Lee zum Ganken. Und halt Mobility, Gap Closer und R, finde ich, ist risky. Ich würde Lee gefährlich finden, wenn du mega overextendest. Ja. Aber du hast rechts Vision von dir schon die ganze Zeit. Oder wenn er Rise Flash hat. No? Okay, ich muss Flash besser tracken, meinst du? Ja, klar. Also, ja, klar, aber halt besser. Jetzt zum Beispiel, das ist halt so, wenn du wirklich aktiv auf den Poke nachguckst, gerade wenn du Range Advantage hast. Der Victor hat ja genau dasselbe gemacht. Der hat aktiv sein Range Advantage ausgespielt. Das pokst hier runter, jetzt kannst du einfach all in der Slot. Denn du siehst doch gerade den Lee, der Ryze darf nicht absteppen. Das mache ich auch gleich. Aber du hast dich halt davor wieder mega runterpoken lassen. Ja. Besser nicht, warum ich den letzten. Also, das ist für mich noch so ein Spagat zwischen Greedy, ich gehe jetzt hier für Farm as fuck und ich spiele halt so ein bisschen, gehe besser halt auf Trading ein. Momentan ist es bei mir noch zu sehr gesplittet. Der Ryze ist ja sehr passiv. Was mir halt in die Karten spielt, weil ich denke mir, gut, ich bin der Winner bei so einem Szenario. Irgendwie hätte ich das Gefühl, weil komme ich da free dazu zu farmen und krieg meine Item Spikes, fick ich den Ryze. Deswegen habe ich das Gefühl, er ist eigentlich in der Bringerpflicht, mich zu pressuren. Und wenn er das nicht hinkriegt, dann ist er am Arsch. Genau. Ja. Also er muss die Wave pressuren, um dann wegzumoven. Du musst ihn pressuren. Aber ich finde, ihr habt das beide bad gespielt. Du hast ein Range Advantage. Du meinst, ich muss ihn versuchen, aktiv mehr vom Farm abzuhalten? Klar. Ja. So, das ist halt, ihr seid beide scalende Champions, aber du hast, wenn es um das reine Trade-Pattern geht, hast du es besser als er. Solange du nicht absteppst. Ja. Also, das ist halt eher, ne, das ist nicht unbedingt, dass du es besser gemacht hast, sondern dass er mehr die Verantwortung in der Lane hat, das zu spielen. Und er hat das kacke gemacht. Aber ja, ich würde mich jetzt auch mit der nächsten Person auseinandersetzen. Man meldet ja nicht. Aber trotzdem, vielen Dank, appreciate it. Kein Problem. Frage noch? Nee. Okay, gut. Danke dir. Wenn du nichts hast, dann wäre ich jetzt weg. Und haus rein, dann bye bye. Ciao.